Jaina versus Jaina. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Heute kein neues Deck. Heute spielen wir mal den Tavern Brawl. Wer Tavern Brawl nicht kennt, also die, ich weiß gar nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Es gibt jede Woche in Hearthstone so eine neue Herausforderung. Wenn man diese Herausforderung das erste Mal gewinnt, kriegt man ein Kartenpack. Und da ich momentan Kartenpacks brauche, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht mal eine ganz gute Alternative zu einem Ranked-Spiel. Denn, ja, wie gesagt, ich brauche Kartenpacks, um neue Decks zu zeigen. Ich habe momentan halt nicht wirklich Karten. Ich habe aber schon Vorschläge bekommen, was man auch nochmal spielen könnte, was ich auf jeden Fall spielen will. Und ich würde sagen, der heutige Tavern Brawl ist Huge Toad gar nicht so schlecht eigentlich, aber ich würde ganz gerne den Veteran nehmen. Die heutige Folge ist halt, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Auf jeden Fall ist das ganze Deck nur mit dieser Karte gefüllt. Diese Karte kann man, wenn man sie ausspielt, kann man sich entweder einen Zauber oder eine Minion auswählen und kriegt dann einen von drei Vorschlägen und den muss man halt picken. Diesen Raven Idol Fight. Ich weiß nicht genau, wie das Ding hieß. Ich hab's vergessen. Aber es ist ein ganz lustiges, ist ein ganz lustiger Tavern Brawl eigentlich. Und da wir jetzt auch die neuen Karten da drin haben, denke ich mal, da kann uns so einiges passieren. Was kriegen wir für Minion? Nichts, was ich unbedingt haben will. Wobei der Guru Bashi Berserker ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nochmal Minion discovern. Magier habe ich genommen, weil ich, die bringen uns anderen gar nichts, außer vielleicht der Wok. Magier habe ich genommen, weil ich momentan noch zwei von drei Quests offen habe, die mir Gold geben und da muss ich den Magier spielen. Von daher ist der Magier eigentlich eine ziemlich gute Karte. Wir haben bis jetzt aber auch wirklich keine starken Karten. Das ist am Anfang leider so ein bisschen, zieht sich das hin mit dem ganzen Entdecken und so. Aber irgendwann, okay, irgendwann fangen wir halt an, die ersten Karten auszuspielen. Den werde ich direkt merken. Nochmal Minion. Bone Drag ist ziemlich gut. Ich würde denken, Outcourt-Karte ist, wir haben nur Raven Idols, oder? Also müsste eigentlich Black Cat eine ziemlich gute Karte sein. Das müsste eigentlich funktionieren. Das ganze Deck besteht aus einem Mana-Karten. Oder haben wir noch unsere Zauber drin? Manchmal sind die Decks halt auch noch mit 6 Zaubern, aber ich glaube, hier sind es wirklich nur Raven Idols. Das heißt, alle Odd-Cost-Karten, die einen Effekt haben, sind relativ gut. Was, ja, ziemlich schön ist. Ich glaube sogar Magier ist bei solchen Tavern Ball oder bei diesem Tavern Ball mit die meistgepickteste Karte, weil die Spells, die er entdecken kann, sind einfach nur saustark. Magier hat im Spiel, finde ich persönlich, die stärksten Zauber von allen möglichen. Und ich kann es halt verstehen, dass wir dann häufiger den Magier sehen. Okay. Das ist natürlich kein Problem. Ich würde mal, ja, wir ziehen eine Karte. Das ist so ein süßes Kätzchen. Will ich noch einen Zauber? Ich will eigentlich noch einen Zauber jetzt mal erkunden. Irgendwas fürs Removal wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Dragon's Fury wäre nicht gut. Den werden wir nicht upgraden können. Aber ist es so schlecht? Ein Random Mage-Zauber? Ich meine, besser als der King Missile. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht zwei Elementare oder ein Elementar überhaupt hier spielen können. Die Chance, ein Elementar zu picken, ist doch noch relativ gering. Okay. Entdeckt noch eine Karte. Jetzt muss aber, oh, das ist ziemlich gut, dass er den bekommen hat. Ich will ein Spell discovern. Die Glyphe ist ganz gut. Der Breath wäre auch nicht schlecht. Aber ich nehme mal die Glyphe. Kriegen wir noch einen Zauber? Flammenlanze. Hätten wir aber nicht genug Mana für. Ach doch, komm. Da hat es gerade ein bisschen geleckt. Das ist relativ doof. Die Karte war natürlich Premium für ihn, weil alle Karten, die er wahrscheinlich auf der Hand hat, starten jetzt nicht in seinem Deck. Das heißt, alle Karten in seiner Hand sind um 2 reduziert. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen dicken Nachteil und werden diese Runde wahrscheinlich sehr stark verlieren. Hearthstone! I'm loving it! Das ist, wow.
Ich wusste nicht mal, dass es die Karte gibt. Wann kam die dazu? Doch, die müsste... Ah, ich weiß es nicht. Ja, noch eine 2-Mana-Kost-Karte. 2-2er kriegt ein Secret. noch ein Secret. Mit einmal. Ach, wisst ihr was? Komm, ich gebe auf. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Ja, aber schon keine Chance mehr. Muss ich gar nicht versuchen. Füll dann ganze Hand mit Karten und dann reduziere sie alle um 2 Mana-Kosten. Jaina versus Leandrin. My blade burns with holy fire. Okay, jetzt spielen wir gegen den Paladin. Wir sind wieder als zweites dran, das ist okay. Wir können eh keine anderen Karten ziehen. Ich hätte ganz gerne diese Karte, die er eben gehabt habe. Ich komme immer nicht drüber weg. Also wir hätten vielleicht noch gewinnen können, aber jetzt müssen wir nochmal alles von vorne machen. Und der Anfang ist so richtig lange bei diesem Thema. Warum wollte ich das als Folge machen? Ich habe keine Ahnung. Hey, ich habe eine tolle Idee. Dort. Na egal, müssen wir jetzt durch. Manchmal trifft man auch auf Gegner. Die ropen jede Entscheidung. Das ist das Schlimmste. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, man hat am Anfang nur eine Entscheidung. So, Minion. Und Babbling Book ist gar nicht so schlecht. Die würde ich vielleicht sogar jetzt noch ausspielen, oder? Ja. Eislanze. Na, Eislanze geht noch. Wir können uns einen Zauber erstellen, dass wir die Eislanze richtig nutzen können. Das ist kein Problem. Das ist echt nicht so schlimm. Ich nehme nicht an, dass er jetzt irgendwas spielen wird. Das heißt, wir können ihm... Na gut, ein Schaden ist nicht wirklich viel, aber das ist immer ein bisschen... Er wird wahrscheinlich noch weiter discovern. Er braucht immer echt lange ein bisschen. Das ist halt... Aber vielleicht hat er auch da richtig gute Auswahlmöglichkeiten. Oder eine richtig gute Combo hat er jetzt auch auf der Hand gezogen. Ah, noch ein Raven Idol. Nächste Runde könnte er Probleme kriegen, wenn er 3 aufdeckt. Dann reicht die Zeit vielleicht nicht. Das war ein Instant Pick. Instant Picks sind immer nicht gut. Instant Picks heißt, dass er meistens was richtig Tolles bekommen hat. Und wir kriegen hier nur die. Ah, ein Walk. Walk ist, okay. Sneeze ist eigentlich ziemlich gut, falls wir jeweils so weit kommen. Das ist das Problem. Von daher nehme ich lieber mal einen Faceless Summoner. Also Sneeze wäre halt eine Premium-Karte, aber 8 Mana ist halt schon eine Menge. Und bis wir da hinkommen, kann vielleicht eine Menge Zeit vergehen. Und wenn wir das Early-Game verlieren, dann werden wir im Late-Game auch nicht mehr wirklich so gut nachkommen. Ich hoffe immer noch auf das Elementar. Das wäre wirklich... Ich wusste nicht... Oh. Jetzt weiß ich auch, warum hier so häufig Mages mal auftreten. Na gut, Mages, wie schon gesagt, allgemein die beste Klasse für den Modus, finde ich. Wobei, es gibt noch ein paar andere gute Karten. Aber Mages doch, finde ich, ja. Mit Magier macht man nie was falsch. Blizzards Lieblingsklasse, wie sie manche nennen. Weil die immer die besten Tools mitkriegen. Folgen für Arena. Kostengünstige Spells, die extrem viel Effektivität haben. Arena können wir theoretisch auch nochmal spielen. Arena wäre eigentlich auch nochmal eine lustige Alternative, denke ich mal, für dieses... kleine Hearthstone-Projekt. Vor allem, da der Arena-Modus jetzt geändert wurde und die Karten von der Stärke her gleich sind, aber nicht von der Varietät, kann ich es mir wirklich noch ein bisschen besser vorstellen. Ich habe leider die Zeit verpasst, wo alle Karten extrem OP waren. Da hätte ich ganz gerne gespielt. So, noch ein Minion ist gewonnen. Armor ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Armor ist okay. Tinker hätte ich auch nehmen können, aber das ist die Chance falsch. Die ist gut. Die ist sogar sehr gut. Das heißt, dass wir nächste Runde unsere Raven Idols für umsonst spielen können. Weil die kosten aller Mana-Karten. Der ist auch nicht schlecht. Der ist sogar auch nicht schlecht. Spells are fun. Das hätten wir ganz am Anfang ein Sorcerer's Apprentice gezogen, wäre ich halt so glücklich gewesen. Da kannst du deine ganze Hand mit einmal ausspielen. Das gibt dir so einen Tempo-Boost. Ich meine, wir sind jetzt halt bei Runde 4 wieder und es passiert immer noch nicht viel weiteres. Also nächste Runde auf jeden Fall ein Sorcerer's Apprentice. Weil ich eh keine 4-Mana-Kost habe. Ich könnte die Rüstung spielen, aber so kann ich halt wenigstens noch alle meine Raven-Idols auf der Hand aufdecken.
Okay. Die Kobra ist tatsächlich ganz gar nicht so schlimm. So, guck mal nach Minion. Ich will immer noch das Elementar haben. Kostüme für Kassus, bitte kurz weiter im Modus turnen. Haben wir bis jetzt nicht gemacht, könnten wir theoretisch noch machen, aber Shimmering Tempest ist mir zu verlockend. Und jetzt würde ich tatsächlich ganz gerne noch ein Spell discovern. Vielleicht kriegen wir noch eine Antwort auf die Kobra. Perfekt. Ist zwar nicht der beste Spell, aber reicht aus. So, und jetzt haben wir schon ein gewisses Grundtempo aufgebaut. Vielleicht hat er halt auch ein paar Zauber. Ich will halt möglichst die Karten, die er aufs Feld bringt, nicht leben lassen, weil wir haben es in der letzten Folge gesehen, Paladin hat sehr starke Buff-Optionen mit seinen Zaubern. Viele Zauber, die Paladin hat, sind einfach nur Kartenbuffs. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte leben lasse und keine gute Removal-Option habe, haben wir ein Problem. Okay, 2-2 hast du und Taunt. Das ist nicht schlimm, da kann ich eine Tempest reinhauen. Und jetzt ist Cover dann noch weiter. Die nächste, also ich werde auch wahrscheinlich nächste Runde einen Burgly Bully spielen. Das heißt, wir kriegen jedes Mal eine Münze auf die Hand, wenn er einen Zauber castet. Und da wir hier natürlich nur Zauber ziehen, ist das auch keine schlechte Karte, sag ich mal. Okay, will ich einen Zauber oder einen Minion discovern? Ich würde ganz gerne noch einen Zauber discovern, dass wir mal was zum Hard Removen haben. Forbidden Flame ist gut. Opfern. Opfern. Und wenn ich ein Elementar beschwöre, kriege ich noch einen Zauber. Das ist okay. Haben wir bis jetzt. Ist es die Rüstung? Rüstung ist kein Elementar. Wir haben kein Elementar bis jetzt. Das beste Elementar haben wir leider noch nicht gezogen. Das macht mich immer noch fertig. Ja, aber das ist halt dieser, wie gesagt, das ist halt jede Woche gibt es eine neue Herausforderung. Und wenn man die einmal gemacht hat, kriegt man ein Gratis-Pack. Ist zwar nur ein Standard-Pack, aber es ist für Anfänger gar nicht schlecht. Und es kann auch die Quest erfüllen, wenn es halt wirklich ein Modus ist, der. Ich hätte ganz gerne eine ESL. Okay. Kriegen zwei Zauber. Eine ESL wäre jetzt gut. Das ist das, was wir brauchen. Counterspell. Counterspell ist auch gar nicht so schlecht. Ich guck mal, ob wir hier noch eine Ehe kriegen. Mountain Reflection. Mountain Reflection ist gar nicht mehr so schlecht. Counterspell runter. Und den Rock. Ich greife hier an, weil ich den Apprentice nicht verlieren will. Aber es ist kein Sacrifice. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Es ist ein Buff alles um 1-1. Das ist schlecht. Aber er müsste trotzdem vier seiner 2-2er opfern. Und falls er noch einen Zauber auf der Hand hat, um eine Karte zu buffen, haben wir einen Counterspell. Also es gibt ja eine Menge. Ja, okay, Counterspell. Kriegt trotzdem noch eine Münze, das finde ich fair. Und das hat jetzt all sein Mana gekostet. Das ist echt bitter. Er hätte zuerst mit dem Raven Idol triggern sollen und gucken, ob es wirklich ein Counterspell ist. Counterspell ist gar nicht so also ist gar nicht so gut. Wenn man zieht ja jede Runde einen Spell und wenn man den Spell halt wirklich gescheit ausspielt, dann countert man natürlich den Counterspell, aber es ist in Ordnung gewesen. Fand ich immer noch mit die beste Option. Und so haben wir ihm sogar 6 Mana genommen. Das heißt, er muss jetzt alle, also wird jetzt auf jeden Fall 4 Dudes opfern und er wird wahrscheinlich noch einen opfern, um die Apprentice wegzukriegen. Ja. Das ist aber tatsächlich nicht schlimm. Ich habe Hard Removal auf der Hand. Ich werde jetzt erstmal einen dicken Minion ziehen. Direwolf. Okay, die wird niemals leer sein. Steamboat ist auch kacke. Das heißt, ich werde jetzt den hier spielen. Ist okay. 4-2er. Wir könnten nächste Runde das Spiel beenden. Wenn er jetzt kein Taunt oder so aufs Feld packt. Und wenn er aufs Taunt aufs Feld packt, dann haben wir immer noch die Forbidden Flame. Boah, stell 6 Leben wieder her. Das ist nicht gut. Was heißt, es ist keine gute Karte. Es dauert jetzt einfach nur alles ein bisschen länger. Ich sollte im nächsten Runden mal vielleicht mal ein paar Münzen spielen. Sonst ziehen wir bald keine Karten mehr, wenn er so weitermacht. Ich glaube, ich suche auch nächste Runde wieder einen Zauber. Mit dem Zauber könnten wir es doch noch beenden. Wenn wir sowas wie einen Feuerball kriegen, wäre es schon ziemlich nett.
Pyro wäre auch okay. Pyro könnten wir uns sogar leisten. Wir haben so viele Münzen auf der Hand. Damit hätten wir auf jeden Fall auch gewonnen. Und Bafta ist noch. Er hält sich nochmal. Wir können aber trotzdem noch eine Karte ziehen, das ist gut. Zauber. Irgendwas Dickes. Pyro. Pyro ist perfekt. Können wir trotzdem gewinnen. Wir haben mit dem Pyro 10, 15. Wir machen aber keine 15 Schaden. Wobei doch, oder? Wir machen 9, 3. Wir haben genau Liefel. Wow. Pyro war die Karte, die wir gebraucht haben. So. Ja, das war der Tavernwall. Alter, die stirbt aber auch laut. Ist mal ganz lustig zu sehen. Wir haben es geschafft. Wir kriegen ein Kartenpack. Und wir kriegen unsere Questerfüllung. Das war's mit der heutigen Folge Hearthstone. Morgen werde ich wieder ein bisschen Ranked spielen. Es war mal eine Abwechslung. Falls ihr jetzt jede Woche diesen Tavernwall mal sehen wollt, könnt ihr es ja gerne mal schreiben. Es gibt auf jeden Fall ein paar lustige Situationen, die da passieren können. Wenn nicht, dann zeige ich sie vielleicht nicht mehr. Müsst ihr sagen, ob ihr es sehen wollt. Es war aber vielleicht eine kleine Abwechslung. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao. We are the beasts, the monsters feed.